Gibt's hier noch mehr? Ah, Cassandra, Schrecken der Diebe. Du hast mir Archaikos zurückgebracht, danke. Doch ich muss dich um noch etwas bitten. Ich soll die Lyra reparieren? Scharfsinnig bist du also auch. Sieh, das Holz ist weich, der Körper gesplittert. Sie ist stumpf und tonlos. Wie kann man sie noch retten? Preuses veranstaltet dieses Fest seit Jahren. Die Stadt wurde ums Fest herum aufgebaut. Und da Instrumente so zerbrechlich wie ein Dichterherz sind, gibt es im Hafen von Preuses eine meisterliche Lyrabauerin. Das ist nicht weit weg. Und weil wir nun wissen, dass auf diesem Hügel nichts sicher ist, brauche ich einen verlässlichen Geleitschutz. Ich gehe mit dir. Ich werde dich dorthin begleiten. Die Reise wird sich für dich lohnen. Nun komm. Ich bin direkt hinter dir. Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sah, wie der Hafen zu einer Stadt wuchs und ein kleines Treffen unter Freunden zu einem riesigen Fest wurde. Meine wahre Heimat. Deine wahre Liebe ist eine Lyra und deine Heimat ein Lyrikfest? Wolltest du dich nie irgendwo niederlassen? Oh, süße Unschuld. Mein Leben ist nicht so leicht, wie du es darstellst. Ich bin die Zephyros. Ich muss frei sein. Das habe ich auf schmerzliche Weise erfahren. Du denkst also nur an dich selbst. Was ist der Sinn darin, sein Leben nur für andere zu leben? Dann bist du nichts als ein Sklave, ein treues Tier. Doch du verletzt andere. Hätte ich das traditionelle, heimische Leben geführt, das man von mir erwartet hat, wäre ich längst verdörrt, innerlich gestorben. Oder ich hätte mich ins Meer gestürzt. Ich weiß, was ich brauche. Das Fest hier ist wesentlich zwangloser als viele andere, auf denen ich war. Ja, Amsos beanspruchte unsere Opfergaben an Apollon für sich und entlohnte uns mit Ekstase. Ich kann verstehen, warum es Besucher von nah und fern anlockt. Verstehe mich nicht falsch. Timücha, wo bist du? Wer macht dir so einen verdammten Lärm? Ach, der süße Geruch der See überdeckt fast, wie du stinkst, Timücha. Praxilla, ich sammle schon die ganze Woche Obst, um dich damit zu bewerfen. Ein Kompliment. Ich brauche deine Hilfe bei Archaikos. Eine Idiotin hat sie entführt. Sie braucht einen neuen Hals. Diese Idiotin? Leider begegneten wir heute schon einigen Idioten. Ich brauchte Unterstützung, um Archaikos zurückzubekommen. Nun leistet sie mir Gesellschaft. Nun gut, gib sie her. Oh, böse zugerichtet. Du bekommst sie doch wieder hin. Natürlich. Hände wie meine findest du nirgendwo außerhalb Athens. Das Problem ist, dass Archaikos ein besonderer Fall ist. Ich habe Materialien, aber keine, die gut genug für sie wären. Was für Materialien brauchst du? Für den Hals habe ich, was ich brauche. Aber die Seiten und die Querstange sind herausgebrochen und durch den Hohlkörper geht ein Riss. Der müsste auch ausgetauscht werden. Wonach genau soll ich suchen? Einige nutzen Knochen für Querstange und Hals, aber nichts eignet sich besser als Holz. Für die Seiten brauchen wir Darm und für den Hohlkörper eine Muschel. Diese Seiten sehen mir aber nicht nach Darm aus. Doch, doch, er wird eingelegt und dünn gezogen. Du erlegst sicher gern legendäre Bestien, um Archaikos zum Singen zu bringen. Gibt es nicht auch Lyra-Körper aus Schildkrötenpanzern? An dieser Küste gibt es nicht viele Schildkröten. Eine feste Muschel sollte genügen. Was ist eine Querstange und mit welchem Holz willst du sie austauschen? Auf der Querstange werden alle Seiten der Lyra befestigt. Richtig, damit sie biegsam ist, brauchen wir elastisches Holz. Da sind wir uns wohl alle einig. Ich bringe die Materialien, um Archaikos zu reparieren. Sieht mir an, als würden wir eine komplett neue Lyra bauen. Sammle Wolfsinnere. Was? Orakelhöhle? Ist hier nicht irgendwo ein Wolfsding? Das vielleicht. Wir sollen Wolfsinnereien töten. Besorgen. Wölfe töten, Wolfsinnereien besorgen. Sowas. Du bist eine Ziege, Ziegen in der Reihen brauchen wir nicht.
Ah, wir sind so gut wie tot, wir sind so gut wie tot. Oh Gott! Was? Ah, ich kann. Aua. Wölfe sind wilde Tiere. Ich weide sie für Praxella aus. Hoffentlich ist das genug Darm für Achaikos Seiten. Eine Muschel brauchen wir nur, oder? Nein, mehrere. Okay. Diese Muschel wäre perfekt für Praxillas Lyra. Total am anderen Ende. Du fettes Schwein! Boah! Alter! Hilfe! Ich werde angegriffen! Jetzt noch mehr. Das ist genug Holz für eine neue Lyra. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder so ein fettes Schwein. Oh Gott, was zum...
Ich habe alles, was wir brauchen. Sehr gut, dann gib her. Sei vorsichtig damit. Wenn ich mit dir fertig bin, wird sie mich wieder mögen. Du befindest sie viel zu grob. Die Beschwerde höre ich aber auch zum ersten Mal. Das klingt falsch. Schöner als je zuvor. Das nennst du deine beste Arbeit? Das ist Abzocke. Halt doch dein Maul und quäle die Leute mit deinem Gejaule. Danke für die Hilfe. Hier sind deine Drachen. Ich brauche jetzt Zeit, um Achaikos einzuspielen. Danach könnte ich allerdings Hilfe gebrauchen. Komm also später gerne mal in mein Zelt. Wenn es sich ergibt, gern. Sie spielt also gern auf Darm rum. So, da ist es. Warum geht's in diesem Spiel die ganze Zeit um Vermächtnis? Nein! Die Söldnerin kehrt zurück. Hast du Zeit, Achaikos und mich zu unserer triumphalen Vorstellung zu begleiten? Mit dem größten Vergnügen. Das würde ich ungern verpassen wollen. Wunderbar. Wieder gemeinsam. Gemeinsam? Aber ich darf doch auf Bezahlung hoffen. Nach meinem Auftritt wird es dir an Drachmen nicht mangeln. Glaub mir. Du hast dein Leben der Kunst verschrieben. Du hast sicher viel zu bieten. Ich schreibe jeden Abend 100 Gedichte und verwerfe 100 von ihnen nach dem Aufstehen. Zum Glück waren ein paar gut genug, um die Menschen zu berühren. Hast du ein Lieblingsgedicht? Es gibt ein Gedicht, das mir besonders am Herzen liegt. Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht der Sonne. Danach das Strahlen der Sterne und das Antlitz des Mondes. Und auch reife Gurken, Äpfel und Birnen. Klingt schön, aber wir sollten gehen. Gurken! Haha! Die Sonne gibt uns die Früchte an den Bäumen, Früchte der Lenden. Du sagst, du lässt die Sonne zurück. Warum? Nicht ich, Adonis. Bei seinem Tod wird er gefragt, was das Schönste ist, das er zurücklässt. Für mich gibt es keine größere Schönheit als die Sonne, den Mond und die Sterne. Oh, warum wird er das gefragt? Adonis verkörpert die Schönheit. Was könnte so schön sein, dass selbst er es nur ungern zurücklässt? Verstehe. Wir scheinen da zu sein. Dann auf geht's. Es ist Praxilla. Ich hörte, sie tritt dieses Jahr auf. Praxilla, trag uns etwas vor. Ich trage dieses Gedicht schon seit Jahren vor. Cassandra, wärst du so gut, mir den Wunsch zu erfüllen, es von deinen Lippen zu hören? Das kann ich nicht. Unsinn. Was? Alles, was du brauchst, um es vorzutragen. Wie wäre es mit etwas Neuem dieses Jahr? Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht des Mondes. Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht des Mondes. Oh, ist das eine neue Version? Ja. Danach das Strahlen der Augen und das Antlitz meiner Liebe. Oh, wie romantisch! Ist das eine neue Version? Ja, aber es passt besser. Und
liebe Gurken, Äpfel und Birnen. Ach, diesen Vers mag ich am meisten. Cassandra, deine Interpretation des Gedichtes hat mich tiefer mit ihm verbunden als je zuvor. Du hast mich nicht genau zitiert, aber die Emotionen waren da. Schön, dass es dir gefallen hat. Es wäre kein Lyrikfest, wenn nicht jemand käme, der für Ärger sorgen will. Praxilla, bring dich in Sicherheit. Ich erledige das. Seid ihr des Wahnsinns? Wer schießt hier auf mich mit Pfeilen? Ich wollte gerade mit einer anderen Waffe auf den losgehen. Das passiert jedes Jahr. Ein paar Trottel trinken zu viel Wein und stürzen sich dann in den Tod. Ich wusste nicht, dass es auf einem Lyrikfest so lebhaft zugeht. Allerdings, ich muss mich kurz erholen. Gehen wir zurück zu meinem Zelt. Ist doch am Ende alles gut. Praxilla, es kostete mich viele Jahre der Sinnsuche und unzählige Tränen in der Stille der Nacht. Doch nun stehe ich vor dir. Ich bin Archimedes, dein Sohn. Als ich den Namen des Mannes hörte, der meine Lyra stahl, dachte ich mir schon, dass du es bist. Ich habe davon geträumt, dir so weh zu tun, wie du mir und meinem Vater tausendfach wehgetan hast. Doch ich kannte dich nur als die Mutter, die mich verließ. Nicht als die Künstlerin. Wie Adonis, der das Schönste zurückließ, ließ auch ich beim Tod meines alten Selbst das Wertvollste zurück, was ich besaß. Aber du bist nicht tot. Keiner von euch. Nutzt die Gelegenheit und seht, was ihr gemeinsam aufbauen könnt. Ich danke dir für deine Hilfe. Ende gut? Alles gut. Das Vermächtnis der Poetin. Schön. Was haben wir sonst noch für Questlines? Ich denke mal, die kann man auch ein andern Mal machen. Besonders da Devil May Cry 5 bestimmt nicht lang ist, kann man es auch mal so nach Devil May Cry machen oder so. Das heißt, ein bisschen Devil May Cry und dann das. Also hier haben wir noch eine Quest, hier haben wir gleich zwei, das sind also drei Questlines. Auf den Inseln gibt es keine, oder? Und so wie es ausschaut, nein. Oh, da ist, so ein Söldner. Die Inseln sind auch so ziemlich gut abgeschlossen, finde ich. Sagte ich und sehe hier Fragezeichen, okay. Okay, sind noch überhaupt nicht abgeschlossen. Da habe ich auf jeden Fall privat noch eine Menge zu tun, weil ich will ja schon irgendwie die Fragezeichen so langsam nach und nach abarbeiten. Auch weil es Spaß macht. Das könnte man auch mal an einem
Könnten wir auch an einem Prügelsonntag ein bisschen machen, weil man prügelt sich ja durch, obwohl, nee, das passt nicht ganz zu einem Prügelsonntag. Weil Prügelsonntag sollte es wirklich nur um Kämpfen gehen. Ja, ich würde nur sagen, wechsle ich das Spiel, weil ich will ja auch noch ein bisschen Digimon weiterkommen.